Thema meiner Ausstellung hier im Kunsthaus Potsdam ist ja Theatrum Belli, Kriegsschauplätze. Dieses Thema verfolge ich schon seit vielen Jahren. Es ist nicht etwa entstanden aus dem aktuellen Anlass jetzt durch den Ukraine-Krieg oder noch jetzt dichter zeitlich der Israel-Krieg. Es geht auch nicht um Identitäten, die solche Kriege auslöst, sondern es geht um eine Verortung des Geschehens nach einem künstlerischen Vorbild von mir, der sich auch verbal durch ein Buch ausgedrückt hat. Das ist hier der Künstler, der niederländische Künstler Armando, der solche Orte, wo geschichtlich sich etwas ereignet hat, als zum Anlass genommen hat, dass dies ja, Orte sind, die eben dadurch auch belastet sind. Und ich habe mir speziell durch einen USA-Studienaufenthalt, wo ich Artist in Residency in Virginia war, eine Schriftstellerin begleitet, die sich mit dem Civil War beschäftigt hat. Und dort haben wir diese verschiedenen Orte, denn Virginia war ja der Hauptpunkt, wo die Nord- und Südstaaten zusammengetroffen sind. Und aus dieser Reihe stelle ich hier 4 Arbeiten im Kunsthaus Papierarbeiten aus. Und insofern fängt damals schon das Thema schuldige Landschaften für mich an. Im weiteren Verlauf habe ich mich eigentlich dann immer wieder auch als Stipendiat des Ministeriums für Forschung und Kultur des Landes Brandenburg auf Schloss Wiepersdorf mit Brandenburg beschäftigt, gerade auch zum Fontane-Jahr. Fontane war ja Kriegsberichterstatter unter anderem und ich habe mich mit Landschaften hier in Brandenburg beschäftigt. Also sehr nahe geht mir immer wieder die Geschichte bis heute von den Seeloer Höhen, wo die jungen Leute zum Ende des Krieges von Hitler noch verheizt wurden, wo man heute noch Rückstände beim Straßenbau findet und diese Fundstücke werden ja in einem erst vor etlichen Jahren aber neu angelegten Friedhof nochmal beigesetzt. Und USA gelingt es einem leichter, aber man muss auch feststellen, dass die amerikanische Nation natürlich völlig anders tickt, als man immer, wenn man das eins zu eins denkt, ein Deutscher versteht den Amerikaner. Das ist natürlich auch nicht, das ist schon eine sehr eigenständige Kultur. Artists in Residency haben ein strenges Ranking, was besonders gut ist. Dies in Virginia zählt dazu und im Vorstand, wie gesagt, arbeitete damals noch, da lebte ja noch Cy Twombly, ein großes künstlerisches Vorbild für mich. Was einerseits ein großes Unglück in meinem Leben war, war eine schwere Krebserkrankung, die wirklich massiv war, die sich aber, wenn man solche Krankheit annimmt, als doch sehr einschneidend und positiv herausgestellt hat. Ich hatte jahrelang mit einer Flugangst zu kämpfen und wenn man denkt, dass man nun doch bald tot ist, habe ich mir vorgenommen, einmal will ich wenigstens New York sehen, wo die Kunst der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gemacht wurde. Und mit einem Probeflug mit meinem Mann nach London haben wir dann langsam die Flugangst behandelt und beseitigt, was meiner Familie dann später doch, die damit sehr zu tun hatten, denn von da ab war der Knoten geplatzt und ich habe dann alleine mich auf den Weg gemacht und bin fast die Hälfte der Welt unterwegs gewesen und habe dort vor Ort sehr viel an Austausch mit anderen Kollegen, aber auch vor Ort gearbeitet und mich mit diesen
anderen Kulturen durfte ich mich beschäftigen. Diese Krankheit war für mich ein ganz positiver Gewinn, der mein Leben, die möchte man sagen, die letzten mehr als 30 Jahre intensiv geprägt hat. Und damit möchte ich anderen Menschen mal den Mut machen, auch man muss sich in manche Dinge vielleicht reinfinden, um dann doch gestärkt daraus zu gehen. Man kann versuchen, die von den Gerüchen über das Essen, über das Sehen der Kultur, sich auf eine Nation einzulassen. Und dabei interessiert mich auch immer sehr der geschichtliche Hintergrund. Indien mit seinem Verhältnis zu England oder Großbritannien und so Figuren wie Gandhi natürlich oder Nero, das hat mich immer schon solche Biografien gefesselt. Da macht es mir dann Spaß, neben meiner eigentlichen Malerei oder so, mich da in diese Literatur zu vertiefen. Diese Vielfalt an quadratischen 1-Meter-mal-1-Meter Arbeiten, da habe ich die Möglichkeit, Reihungen zu schaffen und die Dinge auch nochmal zu ergänzen, umzugestalten und auch manche Arbeiten muss ich mich nicht so festlegen, sodass ich auch Querformate, quadratische Formate oder längliche Bildzusammenstellungen machen kann. Man muss ja bei Acryl schneller arbeiten, also jedenfalls so wie ich arbeite. Da muss man die Entscheidung treffen, wie ich die Farbe mische oder ich will mal dieses Handzeichen machen, das zu entscheiden. Und das finde ich eigentlich anstrengend, aber ganz befriedigend. Thank you.